Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Trudeau setzt erstmals Notstandsgesetz in Kraft. So will Kanadas Premier die seit Wochen andauernden Trucker-Proteste gegen die Corona-Maßnahmen beenden. Mit ihren Lastwagen legen die Fahrer immer noch Teile der Hauptstadt Ottawa lahm. Zeitweise waren auch Grenzübergänge zu den USA blockiert. Scholz trifft mit Putin zusammen. Im Ringen um eine Lösung des Ukraine-Konflikts mit Russland reist der Kanzler nach Moskau. Dort trifft er erstmals zu einem langen Vier-Augen-Gespräch mit dem russischen Staatschef zusammen. Gestern hatte Scholz in Kiew der Ukraine Deutschlands Unterstützung zugesichert. Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Bis zum Frühlingsbeginn am 20. März sollen alle tiefgreifenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens in 3 Stufen zurückgenommen werden. Dieser Entwurf eines Öffnungsplans soll am Mittwoch bei der nächsten Bund-Länder-Runde besprochen werden. Unionsfraktion will CDU-Chef Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Dass Merz eine Mehrheit der 197 Abgeordneten von CDU und CSU erhält, gilt als sicher. Mit Spannung wird allerdings erwartet, wie stark sein Rückhalt ausfallen wird. Der bisherige Fraktionschef Brinkhaus hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Frontalzusammenstoß von 2 S-Bahnen südlich von München. Ein Mensch kam ums Leben, 18 weitere wurden verletzt. Die 2 Nahverkehrszüge waren am späten Nachmittag auf eingleisiger Strecke nahe des Bahnhofs Ebenhausen-Schäftlarn unterwegs. Die Unglücksursache ist noch unklar. Das Wetter: Wolken, Sonne und einzelne Schauer. Im Südosten häufiger Regen oder Schnee. Im Laufe des Nachmittags im Westen und Nordwesten neue Regenfälle und windig. Höchstwerte 2 bis 11 Grad.